Mit dem Neubau der Verwaltung und der Sanierung der Außenanlagen ist der Schlussstein einer langen Bauzeit an der Albert-Schweitzer-Schule in Denkendorf gelegt. Am Freitag fand im neuen Gebäude die Einweihungsfeier statt. Nebst Vertretern aus dem Landtag waren auch Bürgermeister Peter Jahn und die Schulamtsleiterin Corinna Cimicek an den Feierlichkeiten dabei. Der Schulchor unter der Leitung von Daniela Kohl-Zenkowitz präsentierte zum Beginn ein Gedicht mit Gesangseinlagen. Schulleiter Martin Klein lobte die gute Zusammenarbeit mit den Behörden und freute sich, dass die Bauarbeiten während der Renovierungsphase ohne Unfälle blieben. Der Rektor ist mit dem neu gestalteten Schulcampus zufrieden und verspricht sich durch die Zusammenfügung der Gebäude eine bessere Schulorganisation. Also der Neubau selber hier hat ja begonnen im April 2016, etwa anderthalb Jahre somit. Die Sanierung insgesamt aber, beginnend mit dem Neubau der Mensa und diversen Sanierungen, zum Beispiel des Realschulgebäudes, hat jetzt 8 Jahre in Anspruch genommen. Also es geht ja knapp Richtung 14 Millionen Euro in dieser Zeit. 13,8 Millionen Euro sind von der Gemeinde in die Hand genommen worden. Bürgermeister Peter Jahn überbrachte die Glückwünsche der Gemeindeverwaltung und Corinna Cimicek wünschte dem Lehrkörper viel Freude mit den neuen Räumen. Schüler und Lehrer hatten für die Einweihung extra geprobt und beteiligten sich mit verschiedenen Programmpunkten an der Eröffnungsfeier. So gab es diverse musikalische Einlagen, aber auch gespielte Sketche in englischer Sprache. Für viel Beifall sorgten auch Schüler der Klasse 7 mit ihrem Step Aerobic. Die Bläsergruppe lud zum Schluss der Feierlichkeiten musikalisch zur Besichtigung der neuen Schulräume ein. Die Gäste hatten dabei die Gelegenheit, sich im barrierefreien Verwaltungsgebäude umzuschauen. Neue, hellere Lehrerzimmer sowie großzügig gestaltete Büros für die Schulverwaltung konnten besichtigt werden.